Ihr Lieben, morgen startet wieder 7 Wochen ohne. Eine bundesweite Fastenaktion der evangelischen Kirche in Deutschland, die jedes Jahr in der Passionszeit stattfindet. Sie beginnt also am Aschermittwoch und endet immer am Ostersonntag. Vielleicht denkst du ja, oh nein, das brauche ich jetzt nicht auch noch, wo ich doch schon wegen dieser Pandemie auf so vieles verzichten muss. Aber Fasten muss ja nicht Alkohol oder Süßigkeiten meinen. 7 Wochen ohne lädt in diesem Jahr dazu ein, etwas Neues zu versuchen. Spielraum. 7 Wochen ohne Blockaden. Was blockiert uns nicht alles? Was ist jetzt noch erlaubt? Was ist verboten? Natürlich brauchen Gemeinschaften Regeln, aber auch Spielräume der Freiheit. Liebe und Gnade eröffnen keine grenzenlosen Wüsten und dann geben den Raum frei auf ein weites Land im Zeichen der Freiheit. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Dieses Doppelwort von Martin Luther schreibt er auf in einer Zeit, als die wütende Seuche der Pest des Schwarzen Todes vor 500 Jahren Mitteleuropa erreichte. Auch wir leben in einer Zeit tiefgreifender Umwälzungen und Ängste. Und Freiheit gewinnt einen hohen Stellenwert. Viele äußere Freiheiten waren oder sind in der Corona-Krise verboten. Angst, selbst zu erkranken oder an der Erkrankung anderer Menschen schuld zu sein, schränkt darüber hinaus die Freiheit von innen her ein. Dazu kommt die Angst, etwas falsch zu machen und deswegen angeprangert oder belangt zu werden. Zunehmend mehr Fachleute halten inzwischen die Angst für das gefährlichere Virus unserer Zeit. Unserem Wesen nach, in unserer Seele, nennt es Luther, sind wir Menschen frei. Freiheit wächst da, wo wir uns keine Illusionen über unsere Grenzen machen müssen, weil wir Gott vertrauen. Wenn ich auf Gottes Liebe vertrauen kann, werde ich frei von den Ängsten um die eigenen kleinen Freiheiten. Ich halte mich an Ordnungen und Grenzen, die das Leben schützen. Genauso aber wird in dieser Freiheit alles nüchtern und kritisch geprüft. Dient es dem Vertrauen und der Liebe oder fördert es die Angst zwischen nahen und fernen Menschen? Wo sind Grenzen, behutsam und rücksichtsvoll zu schützen? Wo, um der Liebe willen, zu überschreiten? In der aktuellen Auseinandersetzung um die Corona-Krise könnte das uns eine Richtschnur für unser Verhalten sein. Wo werde ich von Angst? Wo von der Liebe bestimmt? Oder auch, wo verbreite ich Angst? Wo ermutige ich zum Vertrauen? Euch eine gesegnete Fastenzeit mit Spielräumen ohne Blockaden.